Ja, Freunde, auf jeden Fall wollte ich euch nur einiges ans Herz legen. Ich habe jetzt im Moment leider keine Kamera. Das bedeutet aber nicht, dass ich jetzt nur noch solche Videos machen werde, Freunde. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, für mich auch am einfachsten. Und so kann ich auch vielleicht ein bisschen schneller Videos produzieren, weil immer wieder das Schneiden und die Stat ist natürlich sehr viel mit Zeit verbunden. Und die habe ich leider im Moment leider nicht. Von daher ist es auch für mich jetzt gerade praktisch, solche Videos zu drehen. Fangen wir einfach mal direkt an mit unserem Thema, Freunde. Ja, vor vielen, vielen Jahren hat er, glaube ich, Kollega und Farid Bang sehr viel Werbung für die Firma Zekplus gemacht. Ich glaube, den Erfolg dieser Firma könnte Zekplus auf jeden Fall jetzt schon auf jeden Fall damit zu tun haben, dass auf jeden Fall Kollega und Farid Bang damals wirklich sehr viele lustige Videos mit dieser Firma gedreht haben und die Kinder wirklich dazu animiert haben, diese Produkte auch wirklich zu kaufen. Jahre später haben natürlich sehr viele Rapper natürlich auch ein bisschen Wind davon bekommen, dass man mit Zekplus zusammenarbeiten kann und Zekplus und Hip-Hop und Muskeln natürlich eine Kombination aus sehr viel Umsatz, sehr viel Geld und sehr viel Cash machen kann. Deshalb hat hier natürlich auch der YouTuber, was erzähle ich, der YouTuber, der Rapper Enno hat natürlich bereits jetzt auch angefangen mit Zekplus zu arbeiten, Freunde. Und ja, Freunde, es ist einfach nur wirklich lächerlich. Das Video, was ihr hier jetzt eingeblendet seht, kann ich nur ganz kurz einblenden, Freunde. Also wird so wieder gesperrt. Da sieht man einfach wirklich lustiger, kann's gar nicht. Also es ist jetzt nicht Entertainment-mäßig, sondern es ist einfach lächerlich, Freunde. Ich meine, der Witz ist schon raus. Und man sieht einfach wieder nur Enno, wie er sich sowas reinpfeift. So ein Kickdown, Freunde, der in meiner Meinung nach kein bisschen wirkt. Ich habe ihn auch selber bestellt und ich muss sagen, er ist für die Katz. So wie alle Booster auf dem Markt, alle für die Katz. Das Problem ist einfach nicht, dass es an den Firmen liegt. Nein, Freunde, das Problem ist einfach, die Gesetze sind so krass geworden, dass diese ganzen Firmen einige Substanzen nicht in ihren Produkten einführen können. Ein Booster beispielsweise ist ein mit Koffein getränkter, mit leichten Amphetamin verketteter Booster-Mischung, bla bla bla, was auf jeden Fall davon lebt, mit illegalen Substanzen zusammengerührt zu werden von einer großen Firma. Und das ist leider in Deutschland nicht mehr möglich, ja. Ich weiß, in den letzten Jahren gab es richtig krasse Booster, Freunde, aber die heutzutage auf dem Markt sind. Ich habe sie, die meisten habe ich schon getestet, Freunde, und es gibt keine krassen Booster mehr. Die meisten dürfen gar nicht mehr diese krassen Substanzen einführen, was natürlich auch dafür bedeutet, dass diese ganze Wirkung natürlich für die Katze ist. Naja, lasst uns jetzt mal nicht über die Booster reden, lasst uns jetzt einfach mal über dieses lustige, lächerliche Video von Enno sprechen, Freunde. Und zwar hat Enno da eine wunderschöne Tasche in der Hand. Ich weiß nicht, gibt es diese Tasche von Zekplus auch hier? Keine Ahnung. Auf jeden Fall tut er so, als würde er mit dieser Tasche trainieren und sieht natürlich auch sehr, sehr ansprechend aus. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, Enno hat sehr viele Fans auf jeden Fall, 1,6 oder 1,5 Millionen auf Insta und auf YouTube mit Alles oder Nichts ist er, glaube ich, ziemlich der gehypteste Rapper der Zeit, auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, kann Zekplus nicht einnehmen, der vielleicht ein bisschen mehr Muskeln hat, wie beispielsweise ein, welchen Rapper gibt es denn da noch? Ach, gibt es ja im Moment keinen. Ist ja auch egal, Freunde. Auf jeden Fall kann ich noch ein bisschen was davon zeigen, Freunde. Es ist wirklich einfach nur lächerlich, was Zekplus da derzeit mit ihrer Marke macht. Einen Enno davor zu stellen, der nichts mit Fitness zu tun hat, Freunde, ist meiner Meinung nach einfach nur lächerlich. Naja, Freunde, anscheinend mittlerweile gibt es ja auch ziemlich viele Firmen, die sich mit Rappern zusammentun, wie beispielsweise McDonald's mit Mero oder Adidas mit Mero oder Gucci mit Capital oder Capri Sonne mit Capital. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt, Freunde. Und ich danke euch, dass ihr euch meine Stimme reingezogen habt, Freunde. Ich danke euch und bis die Tage. Und ich danke mir natürlich auch, dass ich hier... Ach, warum sage ich mich überhaupt? Haut rein, meine lieben Freunde. Abonniert meinen Kanal und seid auf jeden Fall immer startklar am Start. Ich danke euch. Peace out. Ich habe auf dem Weg was gefunden. Aber sag Joanna nichts, warte.